Sehr, sehr schön. Jetzt rate mal, wer jetzt dran kommt. Okay. Ich glaube, ich bin echt dran. Ne? Ich glaube, jetzt bist du dran. Soll ich dich mal kurz vorstellen? Nö, musst du nicht. Komm, für die paar, die dich nicht kennen. Wer sollte mich denn hier nicht kennen? Liedermacher, Sänger, Entertainer der alten Schule. Seit Jahren wird dein jetzt ultimativer Durchbruch angekündigt, aber heute Abend ist es soweit. Ganz bestimmt nicht. Unter Druck kann ich nicht. Immer wenn ich gut sein soll, dann geht's in die Hose bei mir. Dann musst du dir mal Tipps holen von Herrn Eden. Nee, ich bin genau das Gegenteil von Rolf Eden, wirklich. Ich bin das komplette Gegenteil. Aber kannst du dir vorstellen, eine Prämie auszuzahlen für eine Frau, die auf, nee, du stirbst auf der Frau so rum? Ich brauche mein ganzes Geld für mich selber, um jeden Monat durchzukommen. Ich hab da nichts zu über. Ich würde auch, also ich finde das auch wirklich respektabel und faszinierend, wie Herr Eden sein Leben gestaltet hat. Ich finde das aber wahnsinnig anstrengend, immer wieder neue Frauen kennenzulernen, weil irgendwann hat man doch so oft seine eigene Lebensgeschichte erzählt, dass man sie selber nicht mehr glaubt, oder? Ja. Also ist es nicht so? Irgendwann ist doch die Motivation auch weg, immer wieder neu und neu. Also ich glaube echt noch ein bisschen an die wahre Liebe, an den Menschen, mit denen man das Leben geht. So, das ist mir irgendwie... Ich glaube auch an die wahre Liebe. Ja. Kann er hat sie halt erst mit 80 gefunden. Ja, okay. Das ist auch völlig okay. Ich finde es auch wirklich faszinierend. Das ist auch gar nicht... Also ich finde das... Aber deswegen kann man trotzdem viele Damen haben. Absolut. Das erzählen Sie mal meiner, das erzählen Sie mal meiner so viele Frau. Hübsche. Da können Sie gerne mal... Das ist genau dein Reden seit Jahren, gell? Ja, aber die versteht das einfach nicht, oder? Ja, ach, ich weiß, also, naja, okay. Kommen wir zu den wesentlichen Dingen des Lebens, liebe Barbara. Worum geht's? Worum geht's? Es geht darum, dass ich dich fragen wollte, ob du denn auch jetzt, wenn du in Hamburg bist, weil du wohnst ja schon länger in Berlin, noch auf den Fischmarkt gehst. Ich gehe immer noch auf den Fischmarkt gerne. Da hat mein Opa früher gearbeitet und ich war immer schon als kleiner Junge da. Ich bin dann wirklich förmlich auf einem Krabbenbrötchen gezeugt worden. Nein! Und, ja, also so Herr Eden, das ist eine Anregung. Sinnbildlich zu sehen. Ja, was Neues. Und ich gehe ab und zu noch auf den Fischmarkt. Allerdings meistens stehe ich nicht extra auf, sondern sauf dann durch und gehe dann nochmal hin und sage, hallo, es geht ja schon sehr früh los um 4 Uhr morgens. Und dann stehe ich da und sage, Leute, mach die Stände auf, ich bin da. Und dann geht's. Mein Opa hat auf dem Fischmarkt, der hat mit Perlen gehandelt, die hat er aus der Südsee vom Freund bekommen. Herbert Schulz, ein Perlenhandel war das. Und dann haben die Amis, das waren mal so Amerikaner, die sind vorbei, haben diese Perlen gesehen und haben dem Opa den Spitznamen Pearl Herbert gegeben. Ich wusste nicht, dass auf dem Fischmarkt mit Perlen gehandelt. Das war auch eine gelogene Geschichte. Ach so. Olli, ey, du hättest ja fast Abitur gemacht. Fast, ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Was war los? Hatte keine Lust mehr. Ich wollte was lernen. Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen. Okay. Und ich wollte dann irgendwann ich habe mich dann dem Rock'n'Roll irgendwie verschrien und habe im Plattenladen gearbeitet, Zivildienst gemacht und fand andere Sachen wichtiger im Leben. Ich war zu lange eingesperrt. Ich war wie ein wildes Tier, was raus wollte. Und ich habe es einfach nicht 13 Jahre ausgehalten. Und dann bin ich tatsächlich ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also ich hätte noch ein Jahr machen müssen fürs Abi und ich habe dann gesagt, nee, noch ein Jahr schaffe ich einfach nicht. Ich muss hier weg. Sehr dumm gewesen vielleicht, aber irgendwie auch eine coole Geschichte, um sie so zu erzählen. Ich wollte gerade sagen, wenn man als Rock'n'Roller einen Abschluss haben, nein, will man nicht. Nicht. Nee, will man nicht. Und dann habe ich halt ganz viele Gelegenheitsjobs gemacht, bis ich überhaupt erst Musiker geworden bin. Ich habe erst mit 27 meine erste Platte aufgenommen. Das ist relativ spät. Das stimmt. Obwohl du hast noch später, du hast auch eine Platte aufgenommen. Ich habe noch viel später eine Platte aufgenommen, aber das ist auch, ich bin kein Rock'n'Roller, glaube ich. Ja, weil ich habe ja immer gesagt, Leonard Cohen hat mit 34 seine erste Platte aufgenommen, den ich sehr schätze, also kann ich auch spät anfangen. Und dann musste ich natürlich erstmal so lange andere Jobs machen. Und 10 Jahre musstest du ja irgendwie totschlagen. Ja, ich habe fürchterliche Sachen gemacht, ich habe als Roadie und Stagehand gearbeitet, ich habe so riesige Trucks ausgeladen und stand da in Jogginghose morgens und die richtigen Roadies, die haben mich wie ein Schwein behandelt. Das war fast wie hier in der Talkshow, bei mir steht nämlich auch, achtet mal drauf, hier sind überall Leckerigkeiten, nur ich habe nichts. Ich hab das alles zu dir rübergeschoben. Aber warum warst du kein richtiger Roadie? Weil ich konnte noch nicht gut genug Gitarre spielen und das musste ich erst noch lernen. Deswegen habe ich diese Nebenjobs gemacht, um endlich Gitarre spielen zu lernen. Und ich habe erst mit 20 angefangen. Können richtige Roadies auch Gitarre spielen? Natürlich, der muss doch die Gitarre stimmen, der muss das alles einstellen für den Musiker. Der muss irgendwie, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich wollte nur irgendwie dabei sein. Ich dachte, die stecken nur die Kabel in die Buchsen. Aber das heißt, die müssen ein bisschen was können, die müssen sich mit der Technik auskennen. Und es gibt die Stagehands und das sind die Typen, die dann halt für sehr wenig Geld erst den Truck ausladen, dann die Sachen auf die Bühne stellen, dann Karten reißen und dann, wenn die Band feiern geht,
stehst du da wie ein Vollhorst nachts um 3 und dann schreit dich einer an, dass du schneller sein musst, weil der Typ will auch feiern gehen und dann musst du das alles machen. Okay, und, also das heißt, du hast das Showgeschäft nicht von seiner besten Seite kennengelernt? Nee, ich habe auch das Fernsehen nicht von seiner besten Seite kennengelernt. Wir auch nämlich, nicht. Nee, weiß ich. Ah. Stimmt, Hubertus. Ich habe vorher bei, ich hab mal bei Premiere gearbeitet und da im Decoder-Service. Also, und da musste ich Leuten am Telefon erklären, wie man den Decoder anschließt. Das ist der härteste Job der Welt. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und dann habe ich eine Schulung gehabt und dann hat mir mein Chef gesagt, du musst als erstes immer fragen, weil es gab 2 Decoder, gibt es Kabel, sind sie Kabel- oder Satellitenempfänger? Und dann habe ich aber vorher noch erfahren vom Freund von mir, dass 40% der Premiere-Kunden Sozialhilfeempfänger waren. Dann habe ich immer gefragt, sind sie Kabel- oder Sozialhilfeempfänger? Das war total. Und das war total daneben. Und das Schlimmste war, ich wollte nämlich nicht mehr Rock'n'Roll machen. Störe ich gerade? Nervt euch das? Habt ihr kein... Wir hängen an deinen Lippen. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe hier 1,5 Stunden euch zugehört und saß hier. Und ich möchte... Wahnsinnig schwierig für so einen ADHS-gestörten Typen wie mich, 1,5 Stunden überhaupt hier ruhig zu sitzen. Ich möchte das zu schätzen wissen. Ich musste Atemübungen machen. Ich musste irgendwas machen. Ich will das mit dem Körper raus. Ja, ja, klar. Ich wollte zu Herrn Ehlen rüberspringen. Der wird sich bedanken. Naja, um jetzt nicht ganz den Faden zu verlieren, um das so von zum Premiere zu Ende zu bringen. Ich habe dann am Leuten am Telefon erklärt, wie man den Decoder anschließt. Und dann habe ich nachts immer gearbeitet, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr. Da haben nur Psychopathen angerufen. Ja, die Kontakt suchen eigentlich. Ja, die haben angerufen, heute Nacht um 3 Uhr und 3 Uhr 1 war das Bild weg. Da habe ich gefragt, und jetzt? Ja, jetzt ist wieder da. Und das war wahnsinnig langweilig. Und war also nicht das Fernsehen, was du dir erhofft hast? Nee, ich wollte eigentlich immer vor die Kamera und das hat dann nicht geklappt. Und dann ist leider, nachts gibt es keinen, der auf einen aufpasst, einen Supervisor, einen Chef. Und dann hatte ich so eine Telefonanlage und wenn 2 Leute gleichzeitig angerufen haben, dann habe ich die miteinander verbunden. Und dann, das ist wirklich wahr. Und dann habe ich gar nichts gemacht, bin in die Kantine gegangen und habe die Chips geklaut aus dem Regal und bin zurück und habe zugehört, wie der eine meinte, ich habe ein Problem und der andere, ich auch. Und dann schleppen wir so rum. Und das ist irgendwann leider rausgekommen und dann bin ich da rausgeschmissen worden. Dann musste ich wieder Kisten schieben. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Das ist ja eine Geschichte der Entbehrungen, die du da hinter dir hast. Wie schön, dass du heute so vor. Ich habe mal beim Echo gearbeitet, da warst du. Ja. Und da habe ich gebrüllt, Babsi, hol mich hier raus. Aber du hast mir nicht gehört. Und wie habe ich reagiert? Gar nicht. Du bist so vorbeigegangen an mir. Ich habe gedacht, was für das weiß ich nicht mehr. Wir sind noch nicht im Dschungel hier. Nee, aber jetzt hast du es doch auf die Bühne geschafft irgendwie. Ja, jetzt schon seit 10 Jahren. Aber das hängt immer noch wie ein Trauma hier mir im Nacken, die ganze Geschichte. Ja, ja, klar, die 90er Jahre. Die 90er Jahre waren die Hölle. Das waren, ja, für viele war es auch toll, aber für dich war es offensichtlich die Hölle. Was war noch schlimmer in den 90ern? Die 90er waren, da wurde die Menschheit so ein bisschen degeneriert. Dann kamen die ganzen Handys, dann kamen die ganzen, also ein modern Lifestyle, der mich auch selber überfordert hat an Sachen. Ich habe ja sehr viel mitbekommen im popkulturellen Bereich und habe ganz viel gearbeitet. Ich habe auf SM-Partys gearbeitet, auf den ersten in Berlin. Von Rolf Eden veranstaltet? Nee, ich glaube nicht, dass das was für den Eden ist. Da waren Typen, die kamen mit dem Gummisack auf die Party, haben sich in den Gummisack eingehängt an so ein Geländer und da durfte man raufhauen und sind sie mit so einem Grinsen nach Hause gegangen. Danke. Und dann so, danke für den schönen Abend. So, naja. Ja, das ist traumatisiert. Aber ich glaube, du hast noch nicht thematisiert, dass du auch Türsteher warst. Ich war Türsteher. Ich war sehr schnell. Ich war im Mojo Club zum Beispiel, ein sehr toller Laden, der jetzt wieder eröffnet. Da habe ich lange gearbeitet in den frühen 90er Jahren. Und auch noch in anderen Läden. Ich war der gut reden konnte, weil er nicht so stark war. Die anderen haben zugeschlagen, ich war der geredet hat. Du hast erklärt, warum sie nicht ich reden. Ich hab sie in Koma geredet. Du warst erfolgreicher als die Schläger, oder? Ja. Ja. Herr Eden, wäre das ein Türsteher für Sie gewesen? Ja, der ist ein schön, gut, starker junger Mann. Sehr gut. Und Dankeschön, Herr Eden. Vor allen Dingen ist er diplomatisch und das ist sehr wichtig. Der Türsteher darf sich ja nicht mit jedem raufen. Also am besten. Absolut. Der Türsteher muss ein bisschen was. Es gibt Türsteher, die wissen nicht. Sein. Es gibt Türsteher, die haben so eine Arme, aber wissen nicht mal, wie man eine Banane öffnet. Ja. Das ist dann wieder das Problem. Also es ist schon wichtig, dass du auch ein bisschen sprechen kannst. Ich habe mir selber Kampfsport-Moves beigebracht, ja, weil ich keinen Kampfsport gemacht habe. Und zwar, darf ich das kurz hier vormachen? Ja, sehr gerne. Wenn einer aggressiv war und vor mir stand, also so, der wollte sich prügeln, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin mit gestreckten Armen und gestreckten Beinen in ihn hineingefallen. Ja. So.
Schuh. Und dann war der völlig überfordert. Und dann gab es entweder einen in die Eier oder einen aufs Maul. Also eins von beiden hat auf alle Fälle geklappt, wenn du so reingefallen bist. Hab ich mir selber ausgedacht. Total gut. Super. Ja, also das hätte ja, da hätte eigentlich, da stand ja eine Wahnsinnskarriere bevor. Aber dann hast du ja doch eben Musik gemacht und hast eine tolle erste CD gemacht. Brichst du mir das Herz, dann brech dir die Beine, heißt die. Genau. Ja. Und die habe ich aufgenommen, weil mich damals ein Mädchen, das ich sehr verliebt war, die hat mich verlassen. Ja, das ist ja aber auch eine Unterschiede. Und dann hat die mich verlassen. Das tut ihr heute Abend spätestens, tut ihr das leid. Und ja, ihr tut es leid, weil die ist jetzt mit einem Idioten verheiratet, hat ein hässliches Kind und ich bin dieser charismatische Womanizer geworden. Ja, ja, klar. Nein, sorry. Also, wir hören jetzt nichts. Wir hören jetzt nichts aus der ersten CD, sondern wir hören natürlich was aus der aktuellen CD. Das wird nicht klappen. Das klappt nicht. Ich habe die Gitarre hier, ich habe einmal reingeschlagen und sofort ist eine Seite gerissen. Ich schwöre, ich fange jetzt an und dann reißt eine Seite und dann müssen wir improvisieren. Ja, es geht. Aber ich sag das jetzt gleich. Ich habe keine Angst vorm Improvisieren mit dir. Nee, ich auch nicht, weil das ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt so einen Fehler mache, viele sehen mich auf der Bühne, denken, was für ein Übertyp, jetzt sehen sie, ich bin auch ein Mensch. Und ja, das deswegen, macht dich so menschlich, wenn eine Seite reißt. Holst du dein Plektron raus oder gibst du Geld? Ich gebe dir Geld, damit du jetzt ruhig bist und mir zuhörst. Okay. Ich meine, ich bin einfach nicht so gemein. Ich habe einen Song geschrieben, auf der neuen Platte ist er drauf. Heute kommt die Single raus. Voll, Frau Roth hat immer den Gitarren. Über Spielerfrauen. Er ist okay bei Ihnen? Wahrscheinlich wird es mittendrin aufhören, weil die Seite reißt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe immer Pech bei solchen Sachen. Heute könnte mein großer Durchbruch sein, aber... Soll ich da aufhalten? Ja, genau so. Nein, ist okay. Und ich habe einen Song geschrieben, der hat vorhin zur Diskussion mit den Fußballfrauen gepasst. Weil es gibt, ich habe einen Song geschrieben über Spielerfrauen. Ja. Über Frauen, die mit Fußballern zusammen sind. Weil ich finde, es ist ein besonderer Schlagfrau. Das ist, du kannst nicht einfach mit einem Fußballer zusammen sein, du musst geboren werden als Spielerfrau. Und ich habe diesen Song geschrieben, wie ich mir das Leben einer Spielerfrau vorstelle. Und originellerweise heißt der Song Spielerfrau. Soll ich spielen jetzt? Ja, ja. Ja? Achso, okay. Junges Ding, warst du bekannt, das Mädchen, das am Spielfeldrand niedlich zu den Jungs hin sah, bis keiner mehr die Kugel traf. Deine Eltern waren irritiert, dass Fußball dich so interessiert. Dein größter Wunsch zum HSV, als braungebrannte Spielerfrau. In deine High Heels und dein blondes Haar verliebte sich ein Stürmerstar. Seitdem haucht er nach jedem Sieg, ich bring dich in die Champions League. Bum, 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 der Ball ist rund und du bist jung. Ein Mädchen kommt viel rum und unterstützt den deutschen Sturm. Und vom Stadion der Freundschaft bis Santiago Bernabeu sitzt du in den Logen und du singst Ole, Ole. Saison verkackt. Nur Platz 8, noch nicht mal im Europacup. Die Luft war raus, seine Beine schwer. Du trafst den Millionentransfer. Die Bilder vom Oktoberfest, wie du diesen süßen Torwart küsst, waren am nächsten Tag auf Seite 1. Das Kind von ihm ist eigentlich seins. Bum, 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 der Ball ist rund, das Leben schwer. Ein Mädchen kommt viel rum und unterstützt jetzt die deutsche Abwehr. Und vom Stadion der Freundschaft bis Santiago Bernabeu sitzt du in den Logen und du singst Ole, 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 Ole. Jetzt kommt so ein kleines angedeutetes Solo. Ja? Ich kann kein Solo. Super! Verzweifelt hältst du Kinder aus der dritten Welt im Arm, engagierst dich für Dialoge zwischen Bibel und Koran, machst dich stark für den Tierschutz, warst im Playboy nackt zu sehen und hast 3 Bücher geschrieben über dein Bulimie-Problem. Und vom Stadion der Freundschaft bis zum schicksalshaften Wembley sitzt du in den Logen mit Iris, Maike, Mandy. Egal wie hart das Foul wird, wie lang dein Spiel noch geht, ein Junge wartet auf dich in Hamburg-Eidelstedt.
Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.